sehr erfrischlich, Sir. Also, was ist Soap überhaupt für ein Name? Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Zakajew. Imran Zakajew. Mein Blut an ihren Händen. Delta 1 X-Ray, wir haben einen Raketenstart. Wiederhole, wir haben einen Raketenstart. Dinge sich verändern, desto mehr bleibt gleich. Grenzen ändern sich, neue Mitspieler erscheinen, aber Macht findet immer einen Ort. Wir haben mit den Rossen gekämpft und geblutet. War eigentlich klar, dass sie uns dafür hassen. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben und ich dachte, wir wären das. Schaltet man einen Feind aus, finden sie einen noch schlimmeren Ersatz. Orte ändern sich. Der Grund, das Ziel. Feinde von gestern sind die Rekruten von heute. Beten wir, dass sie sich nicht plötzlich entscheiden, dich zu hassen und die Seite zu wechseln. Jeden Tag die alte Leier. Sie wissen, was ich suche, Sergeant Foley. Halten Sie die Augen offen. Eine neue Gruppe geht durch die Grube, Sir. Ich schicke Ihnen den Besten. Jawohl, das sind wir und damit willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Call of Duty Modern Warfare 2, das Remaster, die alte Leier. So, hallo. Willkommen zu Abdrücken für Anfänger. Private Allen gibt uns jetzt eine kleine Vorführung und zeigt uns, wie das gemacht wird. Nicht so ungut, aber ich sehe schon jede Menge Leute hier aus der Hüfte feuern und ziellos um sich ballern. So verfehlt man nicht nur sämtliche Ziele, sondern das sieht auch scheiße aus. Private Allen, zeigen Sie ihnen, wovon ich rede. Nehmen Sie die Waffe vom Tisch und feuern Sie auf die Ziele hinter Ihnen. Jawohl. Umdrehen und auf die Ziele feuern. Aber jetzt mal ehrlich, die waren doch alle bestimmt schon in der Grundausbildung, oder? Die können das doch alle schon. Oh Mann. Noch keine Zielvorrichtung benutzen. Ich will noch was klarstellen. Feuern Sie aus der Hüfte. Gesehen? Seine Kugeln sind in alle Himmelsrichtungen geflogen. Man muss das Ziel anvisieren, indem man ruhig ist und die Zielvorrichtung benutzt. Private Allen, zeigen Sie unseren Freunden, wie die Rangers ein Ziel erledigen. Jawohl. Erst ducken, dann das Ziel mit der Zielvorrichtung anvisieren. So, gucke mal. Mehr ist nicht dabei. Wenn das Ziel fallen soll, muss man die Zielvorrichtung benutzen. Mit der Zielvorrichtung kann man auch schnell zwischen Zielen wechseln. Man benutzt die Zielvorrichtung und wechselt dann raus und wieder rein, um neue Ziele zu erfassen. Vorführen, Private. Wenn das Ziel nahe der anvisierten Position ist, kann man es erfassen, indem man die Zielvorrichtung benutzt. Mhm. Oh. Benutzen Sie die Zielvorrichtung, um das Ziel zu erfassen. So ist es richtig. Man muss seine Ziele schnell und kontrolliert erledigen.
Wenn sich das Ziel hinter leichter Deckung befindet, benötigt man Waffen, die durch sie das Ziel treffen. Der Private wird das demonstrieren. Mhm. Zu guter Letzt muss man lernen, wie man eine Splittergranate wirft. Private Allen, nehmen Sie die Splittergranaten vom Tisch. Mit einer Granate kann man gleich mehrere Ziele ausschalten. Mhm. Wir nehmen. So. Gut. Splittergranaten neigen dazu, auf abschüssigem Gelände zu rollen. Das sollte man beim Werfen bedenken. Gut. Danke für die Hilfe, Private Allen. Jo, jetzt bitte. Rüber zur Grube. General Shepard will sehen, wie Sie den Kurs bestehen. Jawohl. So. Also dann. Auf hier geht's. Ich will sehen, was Sie so gelernt haben. So, dann schauen wir mal. Also, ich sag's auch gleich. Ich bin ja sonst immer so ein Trophäenhunter. Das wird hier in diesem Let's Play nicht passieren, weil ich habe das Remaster, ich glaube 2020 schon mal komplett durchgespielt und habe Platin schon lange. Also, hier wird es leider keine Trophäen mehr geben. Bin nur gespannt, ob er hier... Willkommen in der Grube. Aha, hallo. Ich habe gehört, General Shepard will einen Schützen aus unserer Einheit für einen Spezialeinsatz. Er beobachtet uns von oben. Nehmen Sie sich eine Pistole. Ah ja. Aha, Pistole habe ich. Hm, schick, schick. Gut, jetzt zum Gewehrwechsel. Habe ich. Und nu? Darf ich da schon durch? Hallo. So, ich habe das Gewehr. Können wir hier sonst noch irgendwas machen? Nee. Ich möchte jetzt eigentlich einfach nur... Gut, jetzt wieder die Pistole nehmen. Ja, habe ich doch. Was ist mit dir? Gesehen, wie schnell das ging? Nicht vergessen, zur Pistole zu wechseln ist schneller als nachladen. Für die Kameras lächeln und treffen. Shepard schaut zu. Naja, ich weiß schon. In den Primadonna-Trupp, wenn das was für Sie ist. Okay, gehen Sie rein. Die Zeit beginnt mit dem ersten Ziel. Jawohl. Also gut, dann auf geht's, hä? Oh, wir sind ziemlich langsam. Ah, verdammt, jetzt haben wir... Ja, ja, ich weiß schon. Na komm. Eieiei. Na komm. Ja, wir haben es eh schon verkackt. Wir haben es eh schon verkackt. Ganz okay, also, aber Sie müssen noch etwas üben. Rauf zu Ihrem Team oder gehen Sie wieder rein und wiederholen Sie den Kurs. Mhm. Wir nehmen dich mal mit. Guck mal, Sekundärwaffe nehmen wir nochmal. Genau, nehmen wir die mal. Das sind mir schon fast ein bisschen zu wenig Schuss. Genau. Also nochmal. So, komm. Oh, dich da oben noch. Na komm. Okay, und durch. Eieiei. Sehr gut. Sie haben's drauf. Wie habe ich denn das damals geschafft? Oder gehen Sie wieder rein und wiederholen Sie den Kurs. Was war denn damals meine Bestzeit? Die war ja... Meine Bestzeit, die war damals deutlich, deutlich besser. Warte mal, wenn wir da jetzt nochmal eben kurz schauen. Na, das Trophäending zeigt er uns jetzt nicht an. Na gut, komm, einmal probieren wir es noch. Ja, ja. Ich bin unterwegs. Komm, Waffe wechseln.
Jo. Nee, das ist alles eher enttäuschend. So muss man die Grube meistern. Neuer Rekord. Oder gehen Sie wieder rein und wiederholen Sie den Kurs. Guck mal, das sind doch 19,7 steht da doch, oder? Ha. Komisch. Wie gesagt, ich weiß echt nicht mehr, was damals meine Bestzeit war. Oder sind das 29, na. 19,7 sind das schon. Naja, egal. So. Ich glaube... Genau, so, Veteran wird empfohlen. Ne, wir spielen... bevor es so endet, wie bei Modern Warfare 1, nehmen wir lieber Soldat. Und genau, ich glaube, das war's dann sie auch. Ah ja. Ah ja, wir rücken ab. Alle Mann in die Fahrzeuge. Wir rücken ab. Jawohl, wir rücken ab. Und welches Fahrzeug soll ich? Ich glaube, es lädt jetzt sowieso eine neue Mission, oder? Genau, Leute, dann würde ich sagen, wir sind durch für heute. Wir sehen uns dann morgen in der nächsten Mission wieder. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.